Hey und Servus, liebe Abonnenten, Zuschauer und LS-Fans, herzlich willkommen zur Map-Vorstellung der Map Stappenbach vom Agrarteam Franken, die in unglaublichen 15 Monaten hier entstanden ist, in der Version 1.0. Die Map wird die nächsten Tage veröffentlicht werden und ich werde hier vorab schon mal ein Preview der Map zeigen. Nebenbei gibt es hier ein schönes Word-Dokument, von dem hier wirklich alles drinsteht, was man haben will, Credits, benötigte Mods und so weiter, die Geschichte zur Stappenbach. Davon werde ich Teile mit hier einfließen lassen und ja, die Beschreibung hier auf der Stappenbach ist schon mal sehr geil. Wir sind hier im Landkreis Bamberg, also in Oberfranken und haben hier eine Mittelgebirgslandschaft. Ist jetzt auch mal was, was wir noch nicht so oft in Maps hatten, dass das zumindest schön gezeigt wurde. Ja, kleine bis mittelgroße Felder haben wir hier und zwar 150 Felder am Stück. Circa 80 Wiesen. Ich denke mal, da kommt Freude auf. Bei den Grünlandbauern, aber auch bei den Ackerbauern. Ja, jetzt sind wir hier in Stappenbach. Die Standardfahrzeuge stehen bereit. Also wir haben jetzt hier keine Änderungen der Fahrzeuge. Der PDA schaut folgendermaßen aus. Bam. So, erstmal, was da los? Ja, erstmal eine Riesenübersicht. Überall Felder. Es ist Wahnsinn. Es sind keine 150 Felder. Es sind bei mir hier 220, 230, 235. Gut, wenn wir jetzt noch die Wiesen dazu rechnen, dann können wir vielleicht ungefähr auf die 80 kommen. Haben wir hier irgendwo einen Fluss? Ich glaube schon. Ja, wir haben zumindest so Bachläufe. Man sieht hier oben auch schon, da müsste ich das am besten mal im Himmel zeigen. Wir sehen hier auch mittig da so eine, wie so eine Au, so ein Gebiet, wo wir viele Wiesen haben, irgendwo an einem Fluss dran. Ja, und es werden folgende Mods benötigt. Ganz wichtig, nicht vergessen. Der Map Buyable Object, also dass ihr auch kaufbare Objekte hier kaufen könnt. Das markiert euch dieses Euro-Zeichen, dass ihr hier dort kaufbare Objekte vorfinden könnt. Dann braucht ihr den Multifruit Mod, den Animation Map Trigger und den Universal Process Kit oder das Universal Process Kit, das aber eigentlich bei mir Standard überall drin ist. Ja, wir haben auch einen schönen Maibaum. Das freut mich riesig, dass hier nichts vergessen wurde. Ja, und wir sind hier in einer riesigen Stadt. Das heißt, Stadt eher in einem Dorf, aber für LS-Verhältnisse ist das richtig groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Wir haben, ich glaube, so viele Höfe. Das wird eine lange Geschichte, Freunde. Also wer keine Geduld hat, der kann jetzt bereits wegschalten, weil es wird wirklich umfangreich. Das ist brutalst. Also hier können wir, glaube ich, schon mal Saatgut einkaufen. Und wie gesagt, hier ist das, in Anführungszeichen, große Dörfchen hier. Wirklich schön gemacht worden. Richtig schön gemacht. Sehr idyllisch. Sieht bis jetzt schon mal super aus. Eine Kirche haben wir im Ort natürlich. Dann hier den die Reifeisen zum Verkauf von unserem Getreideerwerb. Ja, weiter. Oh, da sehe ich schon viele Bachläufe oder kleine Flüsse. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Da hinten ist nochmal die Baywa. Da fahren wir doch, oder dann springen wir doch auch gleich mal hin. Auf der Baywa. Natürlich wieder ein weiterer Verkaufsort. Hier könnt ihr Gülle zwischenlagern, bin ich mir ziemlich sicher. Das dürfte auch, glaube ich, der erste Schweinehof sein oder der Rinderhof zumindest. Eins der beiden. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe gerade nur ein Problem und zwar komme ich gerade mit dem Trigger nicht runter. Jetzt geht's, alles klar. Ja, also wir haben in der Tat hier wahrscheinlich den Rinderstall. Und dieses Objekt ist hier auch kaufbar. Das sehen wir an dem Euro-Symbol. Und hier wohnt ihr Essen von morgen. Ah, Rinderhof für 575.000 in günstiger Lage am Westende von Stappenbach. Mit einem modernen Stall, zwei Fahrsilos und vielen Lagermöglichkeiten. Ja, natürlich mal kurz. Nein, wir kaufen es nicht. Wir haben nämlich nicht mal das Geld, nicht annähernd. Was mich jetzt hier interessiert, wir sind ja wirklich jetzt, wie gesagt, im Gebiet dieser Au. Also irgendwo ist das ähnlich wie bei uns. Bei uns fließt der Inn vorbei im Rottal. Und da gibt es einen Bereich, der, sag ich mal, ähnlich ausschaut. Deswegen schauen wir uns das mal an. Sehr spannende Grastexturen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Gefallen mir echt ganz gut. Und man sieht auch wirklich schön dekorierte, ja, Bachgräben. Richtig schön. Und auch so kleine Abgrenzungen der Wiesen. Also das ist nicht alles eine Wiese, sondern das sind schon kleine Abgrenzungen. Und ich denke mal, wir können uns vielleicht hier auch diese Dinger wegkaufen. Ich bin mir nicht sicher, das gab es oh, wenn ich wüsste, wie die Map jetzt nochmal heißt. Ach, vergessen wir es.
Vergessen wir es, Freunde. Hier geht's in den Forst oder auch irgendwie ans Map-Ende. Bodentexturen sind auch anders. Nicht neu, habe ich schon mal gesehen, aber sind anders, definitiv. Ja, und hier sind wir dann schon beim Sägewerk Hoffmann. Sehr schön gestaltet hier das Ganze. Ach, ja, ist klar. Und da kann man nicht rein, oder? Ne, man kann doch rein. Ja, hier können wir dann hier die ganzen Holzgeschichten verkaufen. Baumstämme, Rungen. Hier hinten, glaube ich, ist dann der Hackschnitzelverkauf. Ja, das schaut genauso aus. Wälder, schauen wir uns mal kurz an. Wo ist der Forst? Wir haben viele Waldbereiche. Ihr seht unten überall bunt durchmischt, sage ich mal. Wir haben auch eine schöne Legende, die anzeigt, wo sind die Haupthöfe. Haupthöfe sind ganz links irgendwo mal. Dann Sägewerk sind wir hier gerade bei uns. Schafe haben fast dieselbe Farbe. Viehmarkt ist das Grüne. Händler ist das Schwarze. Den schauen wir uns dann auch nochmal an. Und natürlich die BGA. Davon gibt es hier mindestens zwei, was ich sehe. Es ist so, dass wir zwei Örtchen haben. Das ist einmal Stappenbach und Unterhansbach. Stappenbach wird jetzt, denke ich mal, das Größere hier sein. Und Unterhansbach wird oben links sein. Ansonsten findet ihr auf der Map eigentlich unten rechts im unteren Bereich fast wenig Sachen zum Verkaufen. Also dort ist quasi Natur pur. Es ist halt krass, weil diese Map ist auf einem 1:1 Nachbau basiert oder gebaut worden. Und deswegen sehen wir auch unten, der PDA sieht übrigens schon mal genial aus, sehen wir unten schon mal die schönen Wälder, die sich richtig schön durchziehen. Und das sieht einfach vor allem so, ja, richtig echt aus. Also so zufällig, glaube ich, kann man es gar nicht machen, wie es in echt ausschaut. Und da muss ich sagen, ist es wirklich super gelungen. Wie gesagt, wir haben überall diese schönen, boah, richtig, ja, verdammte Axt, Freunde, was ist das denn? Wenn das ein Feldweg ist, dann habe ich noch nie einen schöneren gesehen. Das ist eine Auflösung, Freunde. Das ist eine Auflösung vom Boden. Maispflanzen sind übrigens auch dieselben, die wir sonst so von allen anderen Maps auch kennen. Die haben sie nicht großartig verändert. Ja, und hier hinten kommen wir dann hoffentlich mal zu einem Waldstück. Und ihr seht auch wirklich schon, das Höhenmodell ist wirklich super aus Google Earth hier rausgeholt worden. Schön individuell, es gibt flache Felder, gibt wieder was Hügeligeres, das ist einfach sehr unterschiedlich. Ist auch ein bisschen ähnlich wie bei uns im alten Vorland, da ist das Ganze ähnlich. Ja, und da hinten kommen wir jetzt, glaube ich, schon mal in den Forst. Und da muss ich sagen, dicht gebaut, dicht gebaut. Vorab möchte ich noch erwähnen, dass beim Forst noch einiges geschehen wird. Bei der Foliage, die wird auf jeden Fall noch verbessert. In der Hinsicht könnt ihr auf jeden Fall nochmal auf Verbesserungen warten. Es gibt auch schon einige Verbesserungen, die hier bereits drinstehen. Die werdet ihr aber vielleicht früher oder später selbst sehen oder eben auch nicht. Das beweist dann einfach, dass die Map so gut gemacht worden ist, dass es wirklich nicht auffällt oder nicht stark auffällt. Ja, zum Beispiel hier das Feld wird halt schon richtig schwer. Da wünsche ich dann wirklich viel Spaß. Das ist, ja, das wird ein Knackpunkt. Und da unten haben wir, wie gesagt, auch einen riesigen Forst hier nochmal. Also das ist richtig geil gemacht, richtig schön idyllisch, muss ich sagen. Kleine Felder, große Felder, ich muss mal kurz schauen, gibt es ein übergroßes Feld, ja, 127, und das, glaube ich, ist auch gar nicht mal so riesig. Also ist eben auch eine Map mit, ich sag mal, mittel bis eben auch mittelgroßen Fahrzeugen. Mit 500 PS wird man hier nichts anfangen können. Aber auch nicht mit 50 PS. So gesehen, denke ich mal, ist es eigentlich so der Mittelstandard, den man so aus dem LS eigentlich gewohnt ist. Wie gesagt, überall die ganzen Forstgebiete, die werde ich jetzt nicht einzeln ablaufen. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Erkunden. Es gibt so viele Felder, die könnte man gar nicht alle zeigen. Aber wie gesagt, das Höhenmodell ist halt auch sehr spannend. Vor allem, dass doch viele Felder ja eigentlich schöne Formen haben. Und das gefällt mir eigentlich relativ, weil die halt schon alle individuell gemacht wurden, aber die meisten sind doch irgendwo rechteckig. Auch wenn sie wie ein Trapez sind oder irgendwas in der Art. Aber gefällt mir richtig gut. Man merkt also wirklich bei so einer Map eigentlich, dass die aus einem aus einer echten Vorgabe entstanden ist, aus der Realität, weil man es gibt so Aspekte, die an denen merkt man es einfach, und hier merkt man es halt einfach wieder Vollgas, dass das alles in echt existiert. So, was haben wir da hinten? Da hinten haben wir dann einen weiteren Ausleger. Ach, da ist dann der Fluss. Okay.
und viele, viele Wege und Wiesen. Also hier wurde Gott sei Dank mal nicht gespart an Möglichkeiten hier, sich fortzubewegen mit dem Traktor oder mit dem Auto. Ah, hier gibt es ja sogar einen kleinen Staudamm für die Biber, wie süß. Und hier schlängelt sich quasi der Fluss so durch. Gut, da muss ich persönlich sagen, es gibt schönere Fillplans, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, da gibt es auch ein Problem mit den Fillplans. Also das ist nicht so leicht. Das wollte ich selber schon mal ändern, das ist wirklich nicht einfach. Aber würde mich freuen, wenn man vielleicht mir noch kurz erklären könnte, warum die Fillplan verwendet wurde und ob es vielleicht möglich wäre, eine andere einzubauen oder ob das unnötig viel Arbeit machen würde. Es gibt auch die schöne LS15 Ding vom Meer eigentlich. Die würde hier super gut passen eigentlich, dass sie einfach ein bisschen lebendiger ausschaut. Es gibt hier auch Güllebunker, einfach so irgendwo zum Zwischenbunkern, wie auf der MIG-Map zum Beispiel gibt es sowas ähnliches. Und hier haben wir dann einen richtig schönen Weiher. Gut, der förmlich jetzt ein bisschen simpel ausschaut. Wie gesagt, das macht die Fillplan aus, bin ich der Meinung. Das macht definitiv die Fillplan aus. Jetzt kommen wir hier zu einem weiteren Hof. Was ist denn das für ein Hof? Das ist der... Ah, schon wieder! Ein Rinderhof. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier reinbewegen. Geht aber nicht. Aber trotzdem kann ich euch zeigen, wie toll hier Objekte gemacht wurden. Zum Beispiel hier dieses Gebäude. 1A-Textur. Sieht super aus. Hier hinten die ganzen... Das sieht, Freunde, das sieht verdammt gut aus. Ein paar Freilandsilos, da hinten ist noch der Stall. Also hier auf jeden Fall wirklich eine Top-Arbeit hingelegt. Das ist brutalst. Und es ist, muss ich sagen, die Map erscheint mir so komplett anders wie vieles, was ich schon vorgestellt habe, was trotzdem bei mir die Höchstbewertung erzielt hat. Ich werde hier keine feste Bewertung geben, weil es ein Preview ist. Ich werde mich hier relativ neutral halten und... Ah, jetzt sind wir in Unterhansbach. Ich werde mir hier vor allem nicht anmaßen, ein großes Urteil über die Map zu fällen, denn das gebührt im Prinzip euch. Ich möchte hier nur im Prinzip den groben Aufbau, die Struktur der Map zeigen, die Möglichkeiten, was alles gegeben ist. Wie gesagt, es ist brutal. Ihr habt, wie gesagt, Multifruit, ihr habt 4 Schweinemasthöfe, die sind allerdings ein bisschen älter aufgebaut. Dann habt ihr 4 Rindermasthöfe, ihr habt einen Milchviehbetrieb, einen Schafhof, einen für Hühnerzucht. Wie gesagt, genügend Lager, Zwischenlager für Getreide. Das ist halt schon eine Masse, die zusammenkommt bei 10 Höfen. Halleluja, da ist was geboten. Das ist ja fast wie... Jetzt fällt mir die Map schon wieder nicht mehr ein. Ah, ich gebe es auf. Mir fällt der Name nicht mehr ein, der Map. Eine Vielfach-Map. Sehr detailliert. LS15 mit M. Aber mir fällt es gerade nicht mehr ein, egal. Aber erinnert mich von der Anzahl der Höfe schon ein bisschen daran. Und hier ist auch wieder, also dieses Bauernhaus, Freunde, das finde ich echt genial. Das ist richtig schön im fränkischen Stil erbaut worden. Auch hier die Kirche, wirklich schön gemacht. Nun, wie gesagt, ein sehr idyllisches Dörfchen hier. Das gefällt mir fast schön, fast besser, weil es kleiner ist, weil es richtig schön dem kleinen Standard entspricht. Hier hinten ist nochmal ein Zwischenlager für die Silage-Silos und da ist gegenüber gleich die BGA. Die Frage ist, ah, okay, wir müssen also doch schon ein paar Meterchen fahren, um hier was einzukippen. Da geht es nicht einfach so rückwärts umdrehen, auffüllen, umdrehen, voll machen. Nee, da muss man ein bisschen weiterfahren. Also, strengt euch an, ein bisschen mehr arbeiten hier. Dann kommt auch was zustande. Ansonsten, glaube ich, sind wir ungefähr grob durch bei der Map. Ich schaue jetzt hier nochmal kurz übers Dörfchen rüber, was es hier noch zu entdecken gibt. Wie gesagt, das Dorf ist krass. Das ist richtig groß. Ich glaube, das ist einer der größten Dörfer. Auf der Frankenland gibt es noch ein sehr großes Dorf. Aber hier, das ist schon ein Ausmaß. Halleluja. Und vor allem ist wirklich alles detailliert gemacht worden. Also ich glaube, hier für das Dorf hat man schon Monate gebraucht. Mit sehr tollen Objekten übrigens. Sehr alten Objekten. Die Scheune hier kennen wir bereits. Und hier will ich einmal mal kurz reinschauen. Na, okay. Hier könnten dann wahrscheinlich die Schweine reinkommen, so wie ich mir das vorstelle. Es gibt, ich möchte mal kurz in die, in den Verkauf schauen, Agrasius, Agravis, Agravis, Kur, BGA, Baywa. Oh, jetzt wird, oh, Freunde, jetzt wird es unübersichtlich. So, wir haben die Reifeisen, wir haben die Baywa, Agrar, Kur, die Baywa, Agrar,
die Agraviskur, die Agravis-Getreide und die Agrasius. Wir haben insgesamt 6 Verkaufsstellen. Da ist was geboten. Da ist richtig was geboten. Es gibt hier Möglichkeiten für Diesel- und Kompostanlage. Die müsste ich jetzt nur noch finden, die Kompostanlage. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber ich denke mal, es ist nicht schlimm, wenn auch selber ein bisschen was erforscht bei der Map. Und das ist auch krass. Sogar den Friedhof gibt es hier. Das ist ja Wahnsinn. Ey, das ist echt brutal. Oh, krass, in Stimmgedenken Landwirtschaftssimulator 2008. Ja, bist du deppert, wie geil ist das denn? Ja, überall der 2008er, Rest in Peace, LS8. Gibt's das. Ja, wie gesagt, auch eine sehr schöne Kapelle, schönes Kreuz. Ja, das ist halt einfach so eine liebevolle Gestaltung, die man hier auf der ganzen Map findet, die sich einfach hier durchzieht wie ein roter Faden. Von daher unbedingt die Map laden und euch anschauen. Ob ihr darauf spielen wollt. Aber es ist auf jeden Fall brutal, wie viele Details wir haben. Ich sag das selbst, das Dorf an sich flasht mich halt am meisten. Hier ist endlich die Agrasius, habe ich die auch mal gefunden. Also es gibt genügend Möglichkeiten, hier euer Getreide natürlich zum Bestpreis zu verkaufen. Schaut euch nur mal kurz das Höhenmodell an. Wir haben hinten übrigens die Map-Begrenzung. Da möchte ich nur mal ganz kurz hinschauen, neben dem Fußballstadion. Zur Map-Begrenzung. Da gibt es nämlich was mir sehr gut gefällt. Und zwar ist das einfach die Erhöhung nach außen. Weil das sind ja wirklich dreidimensionale Berge in dem Sinne. Und das sieht, wenn man weiter hinten ist, schon nicht schlecht aus. Also das ist als Map-Begrenzung auf jeden Fall sehr gut gemacht. Hinten natürlich überall die Bäume außenrum. Und die Map-Begrenzung an sich, die ist ja eigentlich bei vielen Maps verwendet worden. Ja, Freunde. Schlussendliches Fazit ist es, ist eine Map, die von ihrer Art, möchte ich behaupten, einzigartig ist. Es gibt noch nicht wirklich so viele, es gibt eigentlich keine Map, die annähernd dieser Map gleicht. Die Qualität ist beeindruckend, richtig beeindruckend. Man hat hier wirklich ein riesiges Dorf geschaffen, eine riesige Natur. Schau dir nochmal den PDA an, man hat also wirklich auch eine riesige Karte geschaffen. Unglaublich, wie viel man hier zu tun hat mit vielen Höfen, mit vielen Möglichkeiten. Und von daher, denke ich mal, ist für jeden da genügend Spielspaß und Möglichkeit dabei, hier auf der Map Spaß zu haben. Wie gesagt, es ist Wahnsinn, was wir hier auch an Funktionen haben. Also da ist wirklich, es gibt auch ebenfalls den Hardpoint, habe ich bisher noch nicht gefunden, aber der ist verbaut. Es gibt einen Watermod, der ist verbaut. Und es gibt, möchte ich noch anmerken, 2 Versionen wird es geben von der Map. Einmal eine Version mit Gullimis Kalkmod und eine Version mit dem Soilmod. Also ihr könnt euch entscheiden, welche Version ihr nehmt. Ich wäre dann der Typ, der eher den Gullimis Kalkmod nimmt, weil der Soilmod mir persönlich zu kompliziert ist. Wie gesagt, ihr dürft gerne auch Fehler oder wenn ihr irgendwelche Bugs findet oder irgendwelche Anregungen habt, dürft ihr die gerne dem Agrarteam Franken mitteilen. Die Map wird es übrigens auf der Homepage vom Agrarteam Franken zum Download geben. Das ist die www.agrarteam-franken.de, ist in der Beschreibung verlinkt. Also dort könnt ihr gerne mal raufschauen, dort wird die Map auftauchen. Und da findet ihr auch sonst noch irgendwelche Infos über das Agrarteam Franken selbst. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei diesen Herren, bei dieser Gemeinschaft, die hier diese Map auf die Beine gestellt haben. Ist wirklich enorm, was hier geleistet wurde. Und ich denke mal, es ist wieder wirklich eine absolute Bereicherung und absolut was Neues, was es so noch nicht gegeben hat. Also allein schon hier das mit diesen Auen ist mir nicht geläufig, dass es sowas in der Art schon gibt. Mit genügend Gräben und Bächläufen dazwischen, Bachläufen dazwischen. Das ist brutal, Freunde. Und daher möchte ich mich eigentlich auch verabschieden. Nach 19 Minuten Mod-Vorstellung, Map-Vorstellung. Und wünsche euch einen wunderschönen, traumhaften, warmen Sommertag, kann man sagen. Und ich werde hier heute noch ein bisschen rausgehen. Ihr könnt ja, wenn ihr es nicht aushaltet, schon auf der Map ein bisschen feiern am Wochenende. Lasst euch überraschen. Aber sie kommt auf jeden Fall die nächsten Tage raus. Ja, Freunde. Und von daher sehen wir uns bestimmt mal wieder bei einer weiteren Mod-Vorstellung die nächsten Tage. Viel Spaß auf der Map zukünftig. Ich denke mal, es wird ein riesiges Feedback geben. Wahrscheinlich durchweg positiv. Und von daher, macht's gut. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.